Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Life is Strange oder dieses Spiel wird uns noch fertig machen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Unterstütze mich mit einem Daumen nach oben, wenn du Lust hast. Und kommentiere dieses Video und gegen den Algorithmus kämpfen wir gemeinsam bei YouTube ab. Und wir gehen raus auf die Straße, nachdem wir Eleonore ein Schrecken des Lebens angefügt haben. Was wollte ich gerade sagen? Ihr wisst, was ich meine? Beigefügt haben? Nein. Angetan haben, danke. Das war der Begriff, den ich gesucht habe. Oh, dieses Spiel, ne, macht mich echt fertig, Leute. Eleanor meinte, Mac wäre hier irgendwo. Aber ich sehe ihn nicht. Vielleicht bei der Brücke? Die Brücke. Hat jemand Tipps für... Oh, guck mal, wieder am Anfang immer. Hat jemand Tipps für das 10 Bilder Katzen? Ich habe diesen Süßen in meiner Mülltonne gefunden, aber er ist etwas verrückt. Oh, wie süß. Ich will es haben, Leute. Das ist es, eine Raubkatze. Es ist ein Pummelchen. Das ist eine Raubkatze. Ist das echt ein Rumkatzen? Schwimmt sie nicht aus wie eine normale Katze, ne? Jasmin, das ist kein Streuner, das ist ein Puma-Baby. Okay, ja, cool. Sei vorsichtig, sie werden aggressiv, wenn sie sich bedroht fühlen, versucht, die Tür aufzulassen. Vielleicht geht er von alleine. Und wenn er unter mein Bett ist? Besen? Was? Ich rufe den Tierschutz an. Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich der richtige Schritt daran. So, ich frage mich, woran Steph arbeitet. Das haben wir gemacht. Gibt es hier was Neues? Nein, wir dürfen nichts sagen. Aber hier haben wir noch angeblich was noch nicht gehört. Ah, hier. Haven Springs Immobilien. Wir freuen uns anzukündigen, dass sich bald ein neues Gesicht in unserer Gemeinde anschließen wird. Es heißt Jack Stevens. Willkommen. Er wird das Restaurant beim Park übernehmen. Hallo alle zusammen. Ich freue mich darauf, euch bald Essen zu servieren. Willkommen in Haven, Eleanor. Oh. Jet. Freut mich, dass du hier bist. Komm jederzeit. Komm jederzeit vorbei, falls du etwas brauchst. Es ist eine Falle, nur ein Witz. Suche in der Nähe des Blumenladens nach Mac. Wir sollen Mac suchen, in der Nähe des Blumenladens. Wir gehen in die Gasse. Wir gehen in die Gasse. Wieder die Warteschleife. Ich liebe das Lied. Endlich. AAA-Mitgliedschaft kündigen. Nein, ich sagte kündigen. Kündigen. Mit die Roboterstimme, ja, kenne ich. Fühle ich ein bisschen. Weiterleiten. Kündigen. Angestellter. Ja, so sehe ich mich auch an der Hotline. Angestellter. Eine Person. Ich will mit einer Person sprechen. Kannst du mit mir reden? Wunderbar. Wieder die Warteschleife. Ich liebe das Lied. Endlich. Oh, ich glaube, sie lohnt sich. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass Gabe sich darauf abfeiert, dass er es in die Zeitung geschafft hat. Das glaube ich auch, so sehe ich ihn. The Rocky Mountains Gazette. Haven ist anstehende Stadtratabstimmung, was sie wissen müssen. Ermittlung im Unfall tot läuft weiter. Kündigen! Hallo! Nicht weiterleiten! Mädchen auf der Bank, die haben wir eben schon gehabt. Ich glaube, das nicht. Das ist wahrscheinlich die wieder. Ne, die hat sich nicht geändert, da gehe ich nicht davon aus. Wir prüfen es trotzdem. Nee, okay, das war. Das ist doch seine Schwester. Die haben auf jeden Fall schon, die sind nur noch sauber, gehe ich davon aus. Wo ist der Mac? Kumpeline Kumpel, das haben wir auch schon in einer Folge geschaut, auf jeden Fall, daran erinnere ich mich noch. Das war dieses, oh ja, soll mir wirklich Freude sein, wenn ich mich richtig erinnere. Wo ist denn Mac? Wo ist denn Mac? War Mac nicht eigentlich dieser Arschloch? Ich muss gerade überlegen, wer es war. Nochmal Mac. Ich glaube, es war doch hier der gesagt hat, Agro, war das Mac? Gott sei Dank gibt es kein Ausdauersystem, sonst wäre ich echt am Arsch, Leute. Wir kommen mal hier lang. Hier geht es auch noch Leute, aber... Wie läuft es mit deiner Ranch? Hast du dir schon einen Hühnerstall geleistet? Hey, Nordgrins geschrieben. Wir gucken gleich mal rein. Nein, kann ich nicht. Ich habe schon viel zu viel Geld in den Holzfäller investiert. Unfassbar, dass du dachtest, mir gefällt dieses Spiel. Spiel's einfach. Du wirst schon sehen. Nur wenn du mit Schatten und Licht anfängst. Schatten sind besser als Licht. Ich denk drüber nach. Haben wir drüber geklärt. Hörst du mal auf, mich zu fotografieren? Persönlichkeitsrechte? Nee, können wir nicht mehr. Wir gehen mal dorthin. Die reden auch noch. Ach, okay. Können wir doch nicht. Spoiler. Die haben uns verarscht. So, da können wir wahrscheinlich auch nicht hingehen, gehe ich davon aus. Kommt bestimmt auch gleich eine unsichtbare Wand, oder? Oh. Oh
Mac. Ja, doch, es war er. Ja, wir kennen deine Gedanken, mein Freund. Ich bin sowas von am Arsch. Ja, bist du. Du kannst dich nicht ewig vor mir verstecken, Mac. Jetzt geht's los, Leute. Oh, da haben wir den ersten Sam-Moment. Ich muss die Wahrheit erfahren. Mac? Alex, lass uns jetzt bitte nicht. Ich will, dass du mir erklärst, was mit Geld geschehen ist. Was? Mir die Freundin wegzunehmen, reicht dir noch nicht? Jetzt willst du mir auch noch den Tod von Gabe anhängen? Ich meine, wir können jetzt sagen, ich weiß, du lügst, aber ich verstehe, warum du Angst hast. Ich versteh's. Er starb während deiner Schicht und du schiebst Panik. Aber du musst auspacken. Bitte. Ich hab dir nichts zu erzählen. Mac, komm schon. Er war mein großer Bruder. Ich kann nicht. Der war's. Er hat vor irgendetwas Angst. Wenn ich es schaffe, das zu nutzen, komme ich vielleicht an die Wahrheit. Oder das war eine... Der war gar nicht, der wurde irgendwie bestochen oder so. Ich muss irgendetwas finden, das ihn so richtig provoziert. Das ist schon eigentlich assi, ne? Alle haben es auf mich abgesehen. Alex, Brian, jetzt sogar Riley. Scheiße! Selbst Riley? Ist etwas mit ihr passiert? Wir sind hier fertig. Okay, Bruder. Wenn du das willst, was sollen wir machen? Mit Riley über Max Angst reden. Aha, okay. Wo ist jetzt Riley nochmal? Bestimmt im Blumenladen jetzt. Ne? Achso, warte mal, Eleanor hat doch geschrieben. Alex, hast du vorhin... Das vorhin tut mir leid. Ich weiß, deine Hilfe war nicht zu schätzen. Es hat mich einfach sehr getroffen. Keine Entschuldigung nötig. Es hat uns alle schwer getroffen. Oh Mann, das ist... Ja, das hat's alle. Ich kann schon wieder heulen. Das ist so schlimm, Mann. Ich bin so nah am Wasser gebaut. Lasst mich. Lasst mich, Mann. Ah, oh, ich hasse es. Auf deiner Seite ist es auch nicht schlimm, Gefühle zu zeigen. Press das. Genau, die Blumenladen rein. Vielleicht ist ja jetzt Riley dabei. Soll denn Riley sonst sein? Blumenladen, da. Warte mal, da war der Blumenladen. Wir gucken noch kurz rein und gucken, ob wir haben. Ob Riley jetzt da ist. Oder ob sie jetzt nicht da ist und wir jetzt umsonst hier reingehen. Und nochmal speichern quasi. Oh, das ist so bitter, dieses Spiel, ne? Okay, 5 Kapitel habe ich gehört, ne? Korrekt? Habe ich gelesen zumindest. Habe ich geschaut, wie viel Spielzeit man ungefähr hat und... Hey, das war scheiße. Aber wenigstens habe ich ihr die Wahrheit gesagt. Okay, da ist sie nicht. Wo ist denn Riley? Hat die irgendwie geschrieben, wo die ist? Nee. Wo könnte denn Riley? Wir gucken mal im Park. Vielleicht ist sie im Park. Jetzt finden wir wieder nach Riley. Jetzt finden wir wieder nach Riley. Mein Deutsch ist heute auch nicht das Beste. Lasst mich. Ich muss irgendetwas finden, das ihn so richtig provoziert. Das ist eigentlich schon ein bisschen assi, aber er hat es schon verdient. Vielleicht hat er es auch gar nicht verdient. Ich meine, eigentlich habe ich auch ein bisschen gelogen, ne? Ah, das ist Riley. Ah. Doch nicht im Park. Gucken wir mal, was sie sagt. Wenn er unschuldig ist, warum verhält er sich dann nur so? Wie verhält er sich denn? Vielleicht kann ich sie dazu bringen, es mir zu erzählen. Vielleicht auch. Pass auf, Theorie, Leute. Theorie. Der war es gar nicht. Und dann hätte ich gelogen. Weil wir können einfach sagen, ja, wir wissen nicht, dass es... Vielleicht hat er auch eine Drohung von wem anders bekommen und sollte das so machen. Also, es ist ja meist, es wäre zu einfach, wenn er das auf deinen... Jetzt, wenn ich darüber nachdenke, wäre es vielleicht doch zu einfach, wenn er das macht. Ich will wissen, wie das erst geht. Wie, ihr spoilert mich. Alex. Hey. Gabe, Eleanor. Wir fragen uns mal an Eleanor. Du und Eleanor steht euch nah, oder? Sie hat sich um mich gekümmert, seit ich klein war. Ich habe meine Mom nie kennengelernt, aber sie war immer für mich da. Was sagt sie dazu, dass du fürs College wegziehst? Sie freut sich. Ich glaube, sie will nur, dass ich glücklich bin. Das ist echt lieb. Sie ist die selbstloseste Person, die ich kenne. Ich glaube, dass du ihr im Laden hilfst, macht sie sehr glücklich. Ja. Geht mir genauso.
Ich mag die ja, ne? Fangen wir direkt an. Komm, fangen wir mal Gabe. Ich weiß, du und Gabe wart befreundet. Wie geht es dir? Ich vermisse ihn. So sehr. Er war wie ein älterer Bruder für mich. Ich bin froh, dass du ihn hattest. Ich bin froh, dass er dich hatte. Schön, dass er dich hatte. Die richtige Antwort. Danke, Alex. Wirklich. Weil das andere ist so egoistisch. Weiß ich nicht. Es wäre so eine egoistische Antwort. Das ist so. Wäre auch nicht meine Antwort tatsächlich in echt. Der Streit zwischen Mac und Gabe wegen eurer geheimen Treffen. Es ging um deine Bewerbung fürs College. Ja. Nachdem Mac das erste Mal vor ihnen ausgerastet ist, wollten Gabe und Charlotte, dass ich die Beziehung zu ihm beende. Und nach all dem denke ich, dass sie recht hatten. Glaubst du, er sagt die Wahrheit über den Anruf? Dass Gabe gar nicht anrief? Nein, es ist nicht so, dass... Sorry. Ich bin noch nicht bereit, darüber zu reden. Ja. Verstehe. Es ist nur komisch, dass er sich so verhält. Als würde er etwas verstecken. Ein Hoch aufs Gedanken lesen, Leute. Er wollte, dass ich mit ihm durchbrenne. Was? Nach der Trauerfeier. Er hat nicht gesagt, warum. Aber er sah so schuldig aus. Ich sagte nein. Und dass es aus ist. Aber dann... Ich habe Angst, dass er was Schlimmes getan hat. Riley. Danke, dass du es mir anvertraut hast. Du verdienst die Wahrheit. Oh, das ist gegen ihn zu wollen, ist halt ein richtiger Arschli-Move, ne? Ich muss los. Dieses Spiel, ne, macht mich fertig. Ich habe noch was zu erledigen. Okay. Dieses Spiel macht mich fertig, Leute. Dieses Spiel macht mich einfach fertig. Bis bald, ja? Ja. Wann immer du magst. Danke, dass wir kurz reden konnten. Danke, dass du mich lässt. Oh, die ist so auch lieb. Wenn er unschuldig ist, warum verhält er sich dann nur so? Sorry, Riley. Aber ich glaube nicht, dass er unschuldig ist. Ich glaube auch nicht, dass er ganz unschuldig ist. Ich weiß nicht, ob er die Taubperson ist, aber... Eine Sache. Vielen Dank, Silvanatrara, für eure Geduld in den letzten Tagen. Im Moment ist alles ungewiss, aber wir hoffen, bald wieder zu unseren normalen Geschäftszeiten geöffnet zu sein. Weitere Neuigkeiten folgen. Schön, das Logo mit Hanf und so, geil, finde ich cool. Vielen Dank für das Update, freue mich noch auf meinen Einkauf. Falls du jemanden brauchst, der dir und Ethan oder irgendjemand anderes hilft, lass es mich wissen. So, wir haben hier das Ganze, das haben wir geschaut, das sind wir durch. Ich frage mich, ob Steph arbeitet, woran Steph arbeitet, das haben wir schon. SMS, gibt es auch nichts Neues, Tagebuch. Eleanor Angst, Erinnerungen, Meetcheck. Gabe, Chat, Mac. Kapitel 1. Achso, das hätten wir finden müssen, ne? Ja, okay, läuft richtig. Läuft jetzt nicht ganz so gut, sag ich mal. Wir schauen schon echt gründlich, ne? Das muss ja alles super versteckt sein, ne? Also ich würde schon sagen, es wäre relativ gründlich schauen, oder? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Er wollte durchbrennen, interessant. Ich sollte erst alles andere erledigen, bevor ich Mac endlich zur Rede stelle. Wow, okay, wo müssen wir machen? Stell Mac zur Rede. Wow. Was? Ich ja reingehen nehmen. Aber ich hab doch alles. Ach so, wahrscheinlich, dass so ein Hinweis mit. Achtung, danach kommst du nicht mehr zurück. Hast du alles wirklich dir angeschaut? Willst du da wirklich alles erledigen? Wir waren bei Steph, wir haben alles erledigt. Guck mal, optionale Ziele. Besuch Apotheke, Gedenktafel, Steph Notizbuch aus, besuche Steph im Plattenladen. Wir haben alles gemacht. Wir können hingehen. Weil wir gründlich schauen, deswegen haben wir alles gemacht.
Ich sollte erst alles andere erledigen, bevor ich Mac endlich zur Rede stelle. Wir stellen jetzt zur Rede. Komm. Was Riley mir erzählt hat, könnte reichen. Aber falls ich noch etwas zu erledigen habe, sollte ich das besser jetzt machen. Wir sind bereit. Okay, dann mal los. Deine Ex-Freundin hat mir von deinen Plänen erzählt, die Stadt zu verlassen. Unschuldige tun so etwas nicht, Mac. Ich habe wirklich nichts getan. Ich war es wirklich nicht. Lass mich in Ruhe, verdammt! Ich kümmere mich später um Mac. Erstmal sollte ich so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Teufel zieht alles. Alles. Die ganze Stadt gehört. Boah, das klingt nach einer richtig harten Intrige, Leute. Ich glaube, das wird noch richtig harter Tobak, ne? Uff. Ich habe Mac in dieser Straße gesehen. Alle schauen dich auch an. Siehst du das mit der Fotoapparat, die da immer kommt? Die ist auch zu uns gelaufen. Ich habe das Gefühl, alle würden ihn anstarren. Alle denken, ich hätte ihn getötet. Sie hassen mich. Also ich glaube aber nicht, dass Gabe gelogen hat. Also er wird telefoniert haben, aber er hat ja halt nicht gesagt, mit wem, ne? Ich habe Mac in dieser Straße gesehen. Okay, wir können nicht auf die andere Seite gehen. Das ist so unfair. Ich habe überhaupt nichts getan. Vielleicht war sie. Hätte es doch bloß nicht getroffen. Alex? Was? Nein, da draußen sind Leute, verdammt! Ich hab doch gesagt, dass wir es abblasen müssen. Der war's nicht. Wenn die mich auf der Trauerfeier angesehen haben, die denken, ich habe ihn sterben lassen. Der war's nicht. Ich weiß, warum du lügst. Typhon zwingt dich, den Anruf von Gabe zu leugnen. Verdammte Scheiße. Ich weiß, du hast versucht, es zu verhindern. Sie haben Scheiße gebaut, nicht du. Hör auf, für sie zu lügen. Du checkst es nicht. Das war kein stinknormaler Unfall. Ich hab denen gesagt, dass ihr da unten seid und die haben trotzdem gesprengt. Absichtlich? Warum? Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Und dann bekam ich die Nachricht, dass ich bestreiten soll, dass jemand angerufen hat. Ich hab Gänsehaut, Leute. Du musst mir glauben. Glaub ihn tatsächlich, fuck man. Kip und ich, wir waren keine besten Freunde, aber ich wollte nicht, dass er stirbt. Jetzt beobachtet mich Typhon. Meine Freundin denkt, ich sei ein Mörder. Alle meine Nachbarn hassen mich. Was zum Teufel soll ich denn jetzt tun? Ich könnte ihn beruhigen, aber hat er das wirklich verdient?
Ich glaube, ja. Er wird uns bedanken. Wir beruhigen ihn. Ich habe Angst, dass er sich sonst aufhängt. Also das Ding ist, wenn angenommen, er begeht Selbstmord. Ah, würde ich das nicht, egal ob ich Leute hasse oder nicht mag. Das Maximale, was ich Leuten gönne, ist immer die erste Stufe, ganz kurz. Im Hass ist bei mir tritt barfuß auf Lego. Das ist aber oftmals scherzhaft gemeint. Die zweite Stufe wäre dann, wenn du mich richtig verärgerst, ist tritt auf einen rostigen Nagel. Und die dritte Stufe, ich habe noch keine dritte Stufe. Weil ich finde, schlimmer sollte man den Leuten nicht gönnen, weil irgendwann kriegst du alles immer zurück und ja. Und ich glaube, ich weiß, es klang vor drei Folgen noch anders, noch letzte Folge noch anders und auch sogar diese Folge noch anders, aber ich glaube, Leute, wir reden hier von der Minengesellschaft und diese Frau und so, die ist schon sehr manipulativ und oh, wie die schreiben und so. Ich glaube, dass Mac mit ihm telefoniert hat, das hat er ja so indirekt jetzt auch gesagt, aber ich glaube, es gibt richtig, richtig Druck auf ihn und das finde ich ist nicht fair. Und ich finde, wenn Konzerne sowas ausüben, muss aufgedeckt werden. Das muss aufgedeckt werden, wir beruhigen ihn. Okay, Mac, komm schon, du musst dich beruhigen, okay? Atme, Mann, atme ruhig weiter. Ich weiß, wie es ist, wenn dir keiner glaubt, wenn alle nur das Schlimmste von dir denken. Aber die Wahrheit kommt raus. Ich sorge dafür. Aber Typhon. Wenn Typhon hinter dir her ist, müssen sie erst an mir vorbei, okay? Oh, puh. Danke. Ich fühle mich ein wenig besser. Und wenn er doch gelogen hat, ist es ein richtiger Hurensohn. Naja, man lernt ein paar Dinge, wenn man ständig zu Seelenklempnern gehen muss. Also, was machen wir jetzt? Erstmal brauchen wir Leute, die Bleib uns in helfen. Haven. Ich decke die Wahrheit auf. Oh, jetzt wird es richtig hier Ermittlung sagen. Ich liebe das Spiel jetzt schon, Leute. Finde ich cool. Konzern zur Strenge bringen, da sehe ich mich. Das war richtig, was wir gemacht haben, Leute. Das war richtig, habe ich das Gefühl. Ich würde gerne mal wissen, am Ende der Statistik, wer schuld ist, also beziehungsweise wie die entschieden haben alle. Ja. Können wir reden? Wo bist du? Okay. Steph, wetten? Ich hoffe einfach, dass wir Steph sehen, weißt du? Der macht die Schwerpfolter und der Steph, was ist denn los mit dem? Ja, es tut mir leid. Mag sie halt. Also, mir hört sie gute Musik. Das Spiel ist so bitter, Alter. Das ist ja ein Moment, wäre jetzt ganz gut, Leute. Da können wir ein bisschen reden. Oh. Der Ranger. Du hattest recht. Mit Typhon und Mac. Alex. Mac erhielt den Anruf. Woher weißt du das? Er erhielt den Anruf und hat gelogen. Ist doch egal. Jemand übt Druck aus, damit er still bleibt. Jemand von der Mine und er ist... Es ist egal! Ich komme immer wieder her. Und gehe alles durch. Aber es endet immer auf dieselbe Weise. Ryan. Er ist tot. Er ist wirklich tot, Alex.
Ey, wie du springst, Bruder. Wehe. Das verkrafte ich nicht auch noch. Es ist meine Schuld. Ich sorge für die Sicherheit der Leute. Und ich habe versagt. Hat er nicht. Ich gehe wieder auf diese Teilmaschine. Ist richtig, weiß ich nicht. Das ist so. Du hast mich gerettet, du hast Ethan gerettet. Es ist Typhons Schuld. Und diese Musik, Alter, fuck. Entschuldigung. Oh. Niemals im Leben, Leute, möchte ich so eine scheiß Situation erleben. Ich verstehe, wenn Mac lügt und ein großer Konzern Geld aus, also Druck ausübt. Ich meine, es gibt Leute in Deutschland, die behaupten, die leben in der Diktatur und denken, sie kriegen hier die größte Diktatur ever. Ich kann euch sagen, das lebt ihr nicht. Ihr solltet euch vielleicht mal diktatorische Länder anschauen und vielleicht mal so 2-3 Jahre hinziehen. Reingehen ist meistens einfach, rausgehen ist dann das Schwierige. Und in Actionfilmen spielen, haben wir ganz konzentriert in Resident Evil, die Umbrella Corporation, die viel mit Geld macht. Und Geld, da brauchen wir gar nicht drüber reden, zerstört die Seele und den Charakter eines Menschen. Kann es zerstören. Und Konzerne können echt schlimm sein. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich möchte niemals in so eine Situation kommen. Ich meine, das ist ein Spiel, da wird manches auch vielleicht ein bisschen überdreht dargestellt und so. Boah, niemals, ne? Und ich bin froh, dass wir jetzt gerade Entscheidungen treffen können, ohne Druck zu haben. Ey, meine größte Angst ist es, ich habe großen Respekt vor Ärzten, Psychologen, Therapeuten allgemein, die es schaffen, das Leben von Menschen, ganz egal, sei es die Psyche, sei es die gesundheitliche Förderung. Und wenn du drüber nachdenkst, oder ich jetzt gerade drüber nachdenke, denke ich mir manchmal so, eigentlich habe ich ein sehr gutes Leben. Ich bin gesund. Ich habe 72 Kilo abgenommen. Ich bin nah an mein Gewicht hin, wo ich hin möchte. Ich muss noch eine OP durchstehen, die Hautstraffung, ja. Ich habe keine chronische Krankheit außer Blutdruck, was immer noch human ist. Es gibt Leute, die kämpfen täglich damit, glaube ich, nicht zu zerbrechen mit Krankheiten, mit Frust, mit Wut, Depression. Ich kenne Leute, die haben Depressionen und ich selbst kann nicht sagen, ich kann es verstehen, wie man sich fühlt, weil das kann ich nicht. Ich kann nicht fühlen, wie es sich fühlt, wenn du Krebs hast. Ich kann nicht verstehen, wie du dich fühlst, wenn du eine Krankheit hast, die dich tötet. Ich kann nicht verstehen, wie es ist, wenn du lebensbedrohlich bedroht wirst oder das Ganze erlebst und du... Ich kann fühlen, wie es ist, wenn man einen Menschen verliert. Das kann ich fühlen. Ja, korrekt. Aber es gibt Dinge, wir sagen ganz oft, ich verstehe dich, aber ich verstehe dich nicht, weil ich es selbst nicht habe. Du kannst super schlank sein, du kannst nicht verstehen, wie ich mich fühle als fetter Mensch oder als gefühlt habe. Kannst du nicht. Du kannst versuchen, dich in mich hineinzuversetzen. Das kannst du, aber du kannst es nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, wie jemand todkrank sein kann und wie der sich fühlt. Kann ich nicht. Will ich auch gar nicht. Das Schlimme ist, das will ich auch gar nicht. Das würde bedeuten, ich muss selbst damit klarkommen oder das selbst. Und ihr kennt mich immer von Armor und so, jetzt, wenn ich das Spiel spiele und so. Ich bin immer der aufgedrehte Martin und so und auch im Privaten ganz oft und ich finde, Spiele wie The Last of Us, Life is Strange, sind Spiele, die bringen mich so ein bisschen sehr zum Nachdenken. Also, die auch mal aus dieser eigenen Bubble rausgehen, aus diesem eigenen tollen Leben, was man hat. Und ich stehe auf, habe Arbeit und bin gesund und alles, wie ich schon gesagt habe. Und dann rege ich mich über Leute auf, die gehen. Und so leid es mir tut, wofür ich kein Verständnis habe, weil sie eine Maske tragen müssen im Supermarkt auf die Straße und sagen, sie haben das beschissenste Leben. Halt dein Maul, hast du nicht. Die Leute, die kämpfen, Krebs und das immer wieder bekommen, die haben ein scheiß Leben. Ja, jetzt kann man sagen, ja,
Was interessiert mich das andere? Oder die können sich... Ich fühle mich auch unter Druck gesetzt, weil ich eine Maske tragen muss im Supermarkt. Halt dein Maul, nein. Und manchmal würde ich gerne meine Meinung sagen zu dem Thema. Ich sehe so manche Demos und denke mir so, es ist ein Grundrecht zu demonstrieren. Geh doch mal nach Russland oder woanders hin und demonstriere. Sag doch mal in Russland, dass du einen Krieg hast. Sag das doch mal. Dann kannst du davon reden, was du in der Diktatur erlebst. Nicht hier in Deutschland. In deiner tollen Bubble, wo du... Ja, wir zahlen jetzt mehr für Heizen und so. Und das wird vielen, vor allem in ärmeren Gegenden, echt wehtun. Aber ich habe in den letzten... Ich kenne jetzt mindestens 3, 4, 5 Leute, die chronische Krankheiten haben. Ich nenne keine Namen, die ich schon seit Jahren kenne. Die von einer Diagnose zu der nächsten gehen. Die haben ein scheiß Leben. Die haben nicht mal ein scheiß Leben. Ich würde sagen, die haben eine scheiß Situation. Nicht pausieren. Warum passiert das automatisch? Die haben eine scheiß Situation. Nicht ich. Nicht ich, der jetzt mal wieder Überstunden schieben muss. Nicht ich, der jetzt auch manchmal 10, 12 Stunden arbeitet. Ja, mache ich aber zum Teil freiwillig. Nicht jeder macht das freiwillig. Wir haben Leute, die arbeiten 12 Stunden am Tag, schlafen. Ärzte! Nicht mal nur hier in Deutschland allgemein. 72-Stunden-Schichten, das gibt es, Leute. Arbeitet doch mal 72 Stunden durch. Ja, du kannst mal bestimmt noch eine Stunde schlafen und so. Herzlichen Glückwunsch. Aber ganz ehrlich, und ich weiß, jetzt mache ich mir vielleicht Hate ein, aber vielleicht sollten wir mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Und das, Schuldgefühle zu haben, dass jemand gestorben ist, zu sehen, wie jemand stirbt und so weiter und so fort, das stelle ich mir richtig schlimm vor. Das ist was ich nicht erleben möchte, genauso wie ich nicht eine Krankheit erleben möchte. Möchte ich nicht. Ich möchte keine tödliche Krankheit erleben. Und alle, die das haben, die wünsche ich Besserung, allen drum und dran. Und fühlt euch gedrückt. Ich wünschte, man könnte da was machen, aber außer reden kann man da nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, wir könnten hier noch lange reden. Das ist wieder so ein Time-Mark, ich muss das Ding drängen. Und er hat Even gerettet. Wir müssen schauen, dass wir ihn irgendwie... Ich will nicht, dass er auch noch springt. Was ist los? Sorry, ich wurde jetzt sentimental. Das kommt auch mal vor. Du hast Ethan gerettet. Der Junge ist nur deinetwegen noch am Leben. Sie versteht das nicht. Ich habe sie darüber laufen lassen. Ich habe Gabe in Gefahr gebracht. Ich bin kein Held. Ich bin ein Feigling. Ein absoluter Versager. Nein, das ist er nicht. Keiner von uns ist wertlos. Du bist mutiger als ich war. Hättest du das wissen sollen? Ja, woher sollte er das wissen? Das kann er nicht wissen. Du musst aufhören, dich zu quälen. Du hast alles getan, was du konntest. Ist doch egal. Gabe ist tot. Meinetwegen. Gabe, es tut mir so leid. Nein, tu es nicht. Ja, war der. Ja, war der, doch. Gabe hat dich geliebt, Ryan. Er würde dir vergeben. Das weißt du. Schmieß nicht für mich, Mann. Du bist nicht allein. Mann. Oh. Wow. Warte, da gibt es einen Typen im Gorilla-Kostüm? Springt der auch von der Klippe und in den Pool? Nein, der jagt einen Typen im Bananenkostüm. Und der Typ springt von der Klippe und in den Pool. War das ein mexikanisches Restaurant? Nee, nur vom Namen her. Das Essen ist, naja, grauenvoll. Aber Gabe liebt den Laden. Er ist der älteste 12-Jährige, den ich kenne. Kann ich dich was fragen? Natürlich. Oh. Du bist doch hergekommen, um mir zu sagen, dass ich recht hatte. Wegen Mac und dem Anruf. Woher wusstest du es?
Es gibt etwas, das du über mich wissen solltest. Und es ist leichter, es dir zu zeigen, als es zu erklären. Es wird etwas seltsam. Und dann so richtig. Vertraust du mir? Okay. Denk an eine Sache, die dir so richtig Angst macht. Konzentrier dich, bis du es fühlst. Mac, Typhon, das alles. Du weißt nicht, wie du ohne Gabe damit umgehen sollst. Keiner hatte sich je mehr Ärger eingehandelt und dann wieder rausgewunden. Oh Mann, dieses eine Mal. Goldenen Nano nicht. Das ist was Neues. Woran auch immer du denkst, genau jetzt. Hör nicht auf, okay? Mach weiter. Okay. Welche Emotion ist das? Durchdrehen? Muss eine schöne Erinnerung sein. Ob ich das irgendwie zusammensetzen kann? Gabe, ganz. Ich sehe sie. Sie wird sich bewegen. Sie bewegt sich nicht. Sie wird sich bewegen. Gabe! Oh, das ist eine Menge Blut, oder? Gabe, das ist ernst. Eine Kanadagans zu töten, verstößt gegen internationales Recht. Sei still, das ist keine. Das sind Kanadagänse, Gabe. Eigentum der Krone. Der Krone von... Eigentum der Krone, Gabe. Was machen wir jetzt? Was denkst du, wie tief? Tiefer als das. Die Mounties erkennen ein Gänsegrab auf hunderte Meter Entfernung. Die Mounties? Oh, ist das dein Ernst? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wie lange wolltest du mich buddeln lassen? Ja, du hast dich so schön reingehängt. Okay, du bist ein Biesmann. Gemein. Also, habt ihr die ganz beerdigt oder nicht? Okay, und dann Eigentum der Krone? Echt? Naja, genau genommen schützt sie tatsächlich das Abkommen zum Erhalt der Wandervögel. Aber wie? Ich bin so eine Art Freak, ich bin so eine Superheld. Ich glaube, Freak haben wir jetzt letztes Mal auch gesagt. Etwas
Das stimmt nicht mit der Art, wie ich die Emotionen anderer Leute verarbeite. Ich sehe diese Auren, glaube ich. Und manchmal ist die Emotion eines Menschen so stark. Aber sie ist kein Streak, sie ist toll. Ich mag sie. Infiziert mich. Und ich fühle es dann auch. Und das hast du jetzt gerade gemacht. Mit mir. Mit dir ist alles in Ordnung. Du bist eine Zauberin. Oh, wie süß der ist, Mann. Oh, ich mag den. Es waren bisher immer nur die schlechten Emotionen. Aber das... Das war pure Freude. Wer weiß noch davon? Ich hab's niemandem erzählt. Bis jetzt. Deswegen weiß ich, dass Mac Angst vor Teufeln hat. Er meldete Gabes Anruf, aber sie ignorierten es. Jetzt zwingen sie ihn dazu, dich zu halten. Okay, aber wieso? Weiß ich noch nicht. Jemand hat entschieden, die Explosion stattfinden zu lassen. Herauszufinden, wer, wäre schon mal ein guter Anfang. Also, legst du dich mit Typhon an? Ja, Mann! Nieder mit den Konzernen! Ich kann dir helfen. Ich muss mir den Tod bringen dann, ne? Das musst du nicht. Jetzt hast du mich am Hals. Oh, er ist so süß. Ich mag ihn. Ihn und, Steph. Komm, wir umarmen ihn, der ist super. Wir umarmen, wir sind immer umarmen. Ich bin auch so ein Umarmen-Mensch. Ja. Ja, wir haben geschehen. Das war der richtige Schritt. Oh. Ja. Danke. Vielen Dank. Nein. Danke dir. Ah, oh, das Spiel macht mich fertig, Leute. Macht mich richtig fertig. Oh, ich sag euch, gar nicht so einfach. Boah, nicht, wenn man es doppelt nimmt. Das hier ist für dich, Gabe. Oh mein Gott, ich vermisse dich. Etwas nicht so schön lassen können für ein Ende der Folge. Ich habe heute Morgen nichts gesagt. Ich konnte es nicht. Zu hören, wie alle von ihm erzählten. Von dem Leben, das er hier hatte. Mit euch allen. Ich habe meine Chance darauf verloren. Und obwohl ich nur einen Tag mit ihm hatte, hat er mein Leben verändert. Ich sagte, ich wüsste nicht, ob ich hierher gehöre. Er sagte mir, ein Zuhause findet man nicht einfach. Man baut es auf.
this place without you. I will let you fly. Ich hab dich lieb, Gabe. Say goodbye. How do I say I miss all the ways you made me smile? Weiß ich von dem Typen, Junge. Oh, ich hasse die. Sie ist die Einzige, die keine Emotion hat. Seht ihr das? Mensch. Oh mein Gott! Endlich ist es vorbei. Oh! Ja, haben Sie mit die Weltstatistik, ne? Sehe ich gerade. Statistik von Freunden. Ich habe keine Freunde. Ich habe gefragt, wenn ich habe keine Freunde im Xbox-Ding. Traurig, sad life, Mann. Ja. Ich finde es krass. Erstmal Weltstatistik. Alex hat Max an der Partykarte geholfen. 96% ist krass. Erinnert, was passiert ist. Viele haben einfach versucht, den Tod zu vergessen. Halte ich nicht für den richtigen Schritt. Charlotte hat das Typhon-Geld nicht angenommen. 40% haben die Vereinbarung unterschrieben. Was ist denn los, Leute, mit euch? 40%? Jetzt sag ich euch. Ich glaube, in der Folge habe ich gesagt, man ist am bestimmten Betrag immer käuflich. Krass. Alex hat einen ruhigen Moment im Dock genossen. 57%. Alex hat die Wohnung aufgeräumt. 50%. 50-50. Alex hat das Album in Gabes Gedenktafel gelegt. 33%. Die meisten haben die. Hat nichts. Wieso haben denn die. Ach so, wahrscheinlich, weil sie nicht gewusst haben, dass sie es machen oder vergessen haben. Alex hat ein glückliches Gesicht auf der Dartscheibe hinterlassen. 15%. Alex nannte sich in Lab Alexandra. 25%. Hä? Es gab doch nur. Oh, wir hätten noch scrollen können? Oh. Saß ich nicht. Ab 5% haben es trotzdem nicht angeguckt. Alex hat im Moment in Gelb. Einen Moment lang an Gelb gedacht. 66%. Alex hat Ryans Behauptung auf der Trauerfeier bestätigt. Ich glaube, viele waren geschockt, ne? Viele waren so wahrscheinlich der Meinung, boah, der muss gewesen sein. Ryan hat die Vergebung akzeptiert. Ryan konnte sich nicht vergeben. Alex hat Ryans Gebs Vergebung angeboten. Ryan und Alex haben sich in der Schlucht umarmt. Handgeben 23%, Steph hat den Kicker-Titel beansprucht, 64% haben alle so. Das war auch so das Ding, ne? Steph hat den Stormbringer Lab, 48%, Leute, 48%, die Mehrheit hat gesagt, ja. Alex hat den Vorgeborenen geholfen, ihren Busser zu finden. Alex hat den Vorgeborenen nicht geholfen, 65%. Oh, jetzt habe ich ganz vergessen, das wollte ich absichtlich. Alex hat einen traurigen Typen nicht dem traurigen Typen nicht geholfen. Wir hätten einen Hund finden können? Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, ja, liebe Community, es war ein nervenaufreibender Moment. Ich hatte auch eine kurze sentimentale Phase, weil in den letzten Tagen auch viele Jobsbotschaften von Bekannten und Freunden gehört habe. Das ist dann auch immer was, wo man dann auch mal ein bisschen mehr nachdenkt tatsächlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr diese Folge mit einem Daumen nach oben unterstützt und damit das Projekt selbst und auch mich persönlich unterstützt, gerne auch einen Kommentar hinterlasst, ob euch das Video gefallen hat und wie ihr entschieden habt. Würde mich brennend interessieren. Und ich würde sagen, liebe Community, wir fangen das nächste Mal wieder an. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Und bis dahin, Leute, denkt daran, ihr seid die Besten. Keine anderen. Bis bald. Und danke, dass ihr da seid. Danke, dass es euch gibt, Leute. Vielen Dank. Euer Martin. Ciao. Macht's gut. Tschüss.